XXL Pop J Cool Japan Pop Culture Fan. Das war's gewesen von, ich schwitze auch ein bisschen von der schweren Eieiei. Ich muss da noch ein wenig üben, glaube ich. Damit an der Stelle erstmal vom Falco Game Center Trommelgewirbel Florian kommt. Ja, hallo YouTube, hier ist nochmal Florian für euch. Ich habe euch schon mal vor 2 Jahren von einem Game Center in Hiroshima vom Taito Game Center was gezeigt. Eben gerade hat der Jan dankenswerterweise mich beim Trommeln aufgenommen, genau er hier. Und naja, danach, mir waren Japaner dran. Da merkt man doch noch den etwas professionellen Unterschied. Ich muss noch sehr, sehr viel üben. Und tja, so sieht das Ganze hier also aus. Also Kawaii, süß, Kram aller Arten. Da hinten in der Ecke sind wir vorhin aus Versehen mal durchgegangen. Da sind dann sozusagen Mädels, die sich umkleiden können und schöne Fotos machen können. Genau, in die Richtung. Hm? Da auch noch Scheinbar, oder? Ah, Basketball ist da auch noch, ja. Das hatte ich auch gesehen. Und ja, so Fahrautomaten, zum Beispiel Mario Kart. Waren wir hier schon mal gewesen? Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Doraemon-Auto. Ich glaube, beim Basketball werde ich mich vielleicht auch noch mal versuchen. Captain Chopper, sehr schön. Captain Chopper verkleidet als, als Buggy sozusagen. Auch nicht schlecht. Stop! Das war ziemlicher Mist, das nehme ich in die Outtakes nicht rein. Jetzt kommt der echte Deal. Der echte, the real deal, na mach ich. Jetzt kommt der New Deal, the real deal. Okay. Jan an der Reihe. Also Saskia, pass gut auf. Ich habe 47 Punkte gehabt. Mal sehen, ob dein Göttergatte das schlagen kann. Los geht's. Oh, jetzt legt er los. Das erste Mal war es, glaube ich, ganz okay. Challenge accepted. Ah, er macht einen zweiten Versuch. 47 gilt es von mir zu schlagen. Ich frage mich, wer da den Rekord mit 328 aufgestellt hat. Das muss ein wirklich absoluter Vollprofi sein. Eine Maschine. Ja, so zack, 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 zack. Wahrscheinlich. Oh, das ist ein 37, 47 gilt zu schlagen. Noch 2 Würfe, die da rein müssen. Ich glaub's nicht. Auf den letzten Wurf. Auf den letzten Wurf hat er die 49 noch reingepackt. Ich glaube es ja nicht. Gut, gestern bei Yu-Gi-Oh!, heute beim Basketball geschlagen.
Aber das wird nicht so bleiben, sage ich dir. Gut, damit an der Stelle jetzt... da hast du es wieder. Gut, damit jetzt an der Stelle Florian out hier aus dem Game Center. Das sollte für den Eindruck erstmal gelangen. Wir werden bestimmt noch das ein oder andere Mal hierher kommen. Nach Basketball haben wir uns doch noch entschieden, dieses nette Spiel hier mit diesem Tisch hier zu machen, wo man dann irgendwie seine Wut ablassen kann. Mal gucken, ich gebe mal wieder dem netten Kameramann das Ganze. Ich mache jetzt einfach mal so die Haltung. Die Wand durch. In die Küche rein. In die Küche, wo sie hin. Nee, das darf man ja nicht sagen. Wo sie aber verbrennt, guck mal, sie ist ganz schwarz. Ich glaube, du hast sie abgefackelt. Ah, sie ist ja abgefackelt. Tatsache. Ob das extra Punkte gibt? Gut, aber das war es jetzt dann wahrscheinlich wirklich von der Titan Game Station. Also, macht dann eh bis zum nächsten Mal. So, wir haben unseren heutigen Ausflug durch Matsumoto genutzt und hier bei dem Schrein, den ich euch schon gezeigt habe, der hier bei dieser klassisch japanischen Straße ist, sozusagen für unser gutes Jahr zu beten. Da kann man dann noch Omiyage kaufen und so weiter. Ja, man hört, einige sind hier zum Beten gekommen und wir haben für ein gutes Jahr, dass wir hier ordentlich studieren können, dass nichts passiert, dass wir glücklich werden. Verrate nicht deine Geheimnisse, ja, das soll man ja nicht. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es im Kopf formuliert habe, deswegen kriege ich das sowieso nicht mehr zusammen. Ja, und hier in diesem schönen Tempel, also haben wir dann einfach uns gewünscht, dass wir hier ein schönes Jahr in Matsumoto verleben. Und ja, so als kultureller Ausgleich oder so ein bisschen religiöser Ausgleich zu der Gaming Station von vorhin vielleicht, wo wir auch waren bei der Taito Gaming Station, wollen wir jetzt hier noch ein bisschen auf dem Heimwege sozusagen ein wenig Kultur mitnehmen.